Ich habe wieder einen Drucker bekommen, den ich an eine Schule weitergeben darf, nämlich den Creality Ender 3 V3 KE. Zungenbrecher, ich weiß, den habe ich freundlicherweise von Geekbuying zur Verfügung gestellt bekommen. Und in diesem Video schauen wir uns mal an, was das Teil denn gut kann, was das Teil nicht kann, wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de und für euch gibt es gleich einen Disclaimer. Ich habe nur den Drucker bekommen, ich bin nicht bezahlt worden von Geekbuying oder sowas in Richtung. Und ich habe die auch direkt angeschrieben und gefragt, hey, darf ich nach dem Test und nach dem Review das Teil in die Schule geben? Denn ich habe hier schon Drucker genug und ich glaube, in der Schule ist das Gerät besser aufgehoben. Und die haben gleich gesagt, klar, darfst du machen. Ich habe eine Schule auch schon ausgesucht und angeschrieben, nur noch keine Antwort. Sobald ich da Neuigkeiten habe, werde ich nochmal einen Short machen. Von daher, Kanal abonnieren hilft mir natürlich auch in der Hinsicht. Fangen wir erstmal an, was ist denn alles in dem Paket mit enthalten gewesen, was ich vom Geekbuying bekommen habe? Nun, ganz einfach. Der Drucker, logisch, ja, macht Sinn, sonst wird das Review gar keinen Sinn machen. Und zusätzlich zum Drucker war natürlich noch das Nebula-Kit mit dabei. Also bei dem Drucker war natürlich der Filamentspulenhalter mit dabei, hier der Filamentsensor, der am Filamentspulenhalter mit befestigt ist. Es gab nochmal hier die üblichen Verdächtigen, ein paar Sticker, eine Knippex halt, die spare ich mir jetzt, um auszupacken, weil dann hat die Schule eine komplett frisch eingepackte. Hier gab es nochmal ein bisschen Metal Crease, Werkzeug, USB-Stick und natürlich das Nozzle-Reinigungstool, wie man es halt üblicherweise von Creality kennt. Dazu nochmal eine After-Sales-Card, nee, das ist die von K1, die braucht ihr jetzt nicht, die kriegt die Schule nicht. Und natürlich das Nebula Smart Kit. Und im Nebula Smart Kit, da muss ich mal kurz hier rübergreifen, ist dann zum einen, ich habe das natürlich schon ausgepackt, eine Kamera dabei, dann ein Accelerometer für das Input Shaping. Finde ich auch ziemlich cool, dass wir es mittlerweile so standardmäßig mit reinpacken dann in dem Kit. Ja? Es gibt den Drucker nochmal alleine ohne das Kit. Ja? Aber mit dem Kit, mit dem Nebula Smart Kit bekommt ihr das mit dazu. Plus nochmal so ein Display. Das Display ist aber schon beim Ender 3 V3 KE verbaut. Also nicht wie beim Ender 3 V3 SE. Das ist dann ein Display mit so einem Clickwheel dran. Und das Tool, der Toolhead ist auch noch ein bisschen anders. Das ist auch eigentlich das, wo sie sich am meisten unterscheiden. Aber ansonsten funktioniert das Ding wunderbar, wenn man es aus der Kiste rauspackt. Bei beiden, glaube ich mal. Ja, den SE habe ich jetzt noch nicht getestet. Aber da die mechanisch an sich gleich aufgebaut sind, gehe ich einfach mal auch davon aus. Nur, dass die Funktionalität ein bisschen eingeschränkt ist durch das Display und so. Dann finde ich sehr schön, dass hier beim KE hier oben die Linearschiene verbaut ist. Ich glaube, die ist beim SE, soweit ich das gesehen habe, nicht mit dabei, sondern sind noch ganz normal die Rollen drauf, wie hier hinten auch auf den V-Profil. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Da haben sie nämlich auch eine kleine Änderung reingepackt, die ich ultra schick finde. Und da muss ich sagen, diese Linearschiene macht sich echt bemerkbar, weil vom Geräuschlevel her reduziert das schon mal enorm. Hier unten beim Druckbett, bei der Y-Achse, seht ihr schon, da haben sie diese Linear Rods, also diese ganz, das ist diese Metallstangen, die wir auch vom Bruiser her kennen, nochmal verbaut. Ich habe den einen oder anderen gesehen, der da nochmal ein bisschen Spiel drin hatte, der da das Ganze aufschrauben musste und dann die Lager nochmal neu ausrichten musste. Bei mir war das Ding jetzt, wie ihr sehen könnt, da wackelt nicht wirklich viel, ja. Genauso wenig der Toolhead, der sitzt auch bombenfest, da kann ich machen, was ich möchte, der bleibt wirklich an Ort und Stelle und das ist schon mal ziemlich gut, muss ich sagen. Die Verarbeitungsqualität, die ich vom Drucker gesehen habe, ist soweit ganz gut. Die Linearschiene schön in Schwarz und nicht in Silber, wie es von anderen Herstellern könnte, wie zum Beispiel mal Two Trees, die das dann einfach so in Silber draufpacken. Die ist hier schön poniert in Schwarz, das finde ich auch ganz gut. Und ich muss sagen, insgesamt ist der Drucker schon mal recht gut aufgebaut. Der ist auch ruckzuck installiert, weil hier diese Custom-V-Profiles, die sie hier mittlerweile mitliefern, die komplette XZ-Gantry kommt komplett vorassembled. Hier unten ist komplett vorassembled. Und dann muss man im Prinzip nur noch hier die XZ-Gantry hier einmal reinstecken, mit von unten mit drei Schrauben fixieren auf jeder Seite. Hier hinten nochmal zwei Schrauben rein, Kabel dran, fertig. Und wenn man gut geübt ist, kriegt man das Ganze auch recht schnell zusammengebaut. Also Hera hatte was im Livestream für die Patreonen gesagt. Das ist so irgendwas Viertelstunde bis 20 Minuten. Ja, das kommt man ungefähr hin, wenn man sich wirklich drauf konzentriert und nicht irgendwie sich im Livestream zubabbeln lässt und zu viel quatscht, dann funktioniert das. Und eine Sache noch, die ich eben erwähnt habe mit den Rollen hier oben. Die finde ich ziemlich genial, die Sache. Nämlich die Profile, die man hier hat, sind nochmal ein bisschen, naja, so angepasst, dass die Rollen besser eine bessere Auflagefläche haben, also dass da der Abrieb nicht so groß wird. Das finde ich natürlich auch genial. Und man hat hier so zwei kleine Klemmen, mit denen man die Rollen relativ leicht zugänglich hat. Finde ich auch total genial. Und natürlich kommt der Hersteller und sagt auf seiner Webseite, hey, das Teil fährt mit maximal 500 mm pro Sekunde und 8000 mm pro Sekunde Beschleunigung.
Das sind, wie schon gesagt, Maximalwerte. Ich sehe die da gar nicht. Ja, also das ist absolute Höchstgeschwindigkeit und würde ich eurem Drucker auf Dauer gar nicht antun. Ich würde denen das überhaupt nicht antun. Ich habe jetzt hier meine Drucke, das hier zum Beispiel, mit 200 bis 300 Millimetern pro Sekunde gedruckt. Ja, 300 Millimeter in der Höchstgeschwindigkeit, wobei ich das schon grenzwertig finde. Das Druckbild ist okay rausgekommen. Ich habe aber auch hier eine große Auflagefläche gehabt. Das heißt also, der Druck hat mit Kleber relativ gut, ihr seht hier noch so ein bisschen eine weiße Beschichtung, recht gut auf der Druckplatte gehalten. Aber so kleine Sachen wie sowas hier zum Beispiel würde ich jetzt nicht in der Geschwindigkeit drucken. Auch die Taschenlampe, die ich für Matthias Schweighofer momentan drucke, für die Lasergun, die wir gerade am Bauen sind, die reißt mir bei 300 ab, weil ich da einfach nicht die große Auflagefläche habe bei so viel Gewicht. Und das Druckbett fährt halt vor und zurück und da ist jede Menge Gewicht dann drauf schon mal. In Anführungszeichen jede Menge Gewicht. Das wirkt sich natürlich auch auf die Druckqualität aus. Und wenn ihr wirklich ordentliche Drucke haben wollt bei einem Webschubser, geht lieber ein bisschen runter von der Geschwindigkeit her. Mbox hat da ein gutes Video gemacht, das verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Schaut es euch an, er ist mir ein bisschen zuvor gekommen. Ich wollte es auch nochmal ein bisschen detaillierter auskauen, das Thema. Aber ist ein wirklich sehr gutes Video, kann man wirklich nur empfehlen. Und dann versteht man auch mal, wo denn da die einzelnen Schwachstellen liegen, entsprechend in Bezug auf diese Aussagen vom Hersteller. Das sind immer schöne Buzzwords, die man da raushaut, aber es hat halt mit der Realität nichts zu tun. Und wenn ihr wirklich gute Drucke haben wollt, lieber ein bisschen langsamer drucken. Ich meine, wenn ihr eine AMS oder sowas drauf habt oder eine Palette oder eine MMU oder sowas in Richtung, dann spielt Geschwindigkeit sowieso keine Rolle, weil dann dauert der Druck sowieso 3-4 Mal so lange wie üblich. Ja? Und von daher, geht ruhig ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Ruhig mal so 150, 200 Millimeter pro Sekunde, das ist schon enorm. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit meinem Ender 3 Pro, erste Generation, ja, den ich mittlerweile auf BLV umgebaut habe, der noch komplett auf V-Rollen war damals, als ich ihn bekommen habe. Da war ich froh, wenn ich den 80, 90 Millimeter pro Sekunde gefahren habe und die Drucke ordentlich ausgesehen haben. Ja, da ist das natürlich im Vergleich zu dem Drucker hier schon mal eine ganz andere Hausnummer. Bedeutet aber nicht, dass man das immer voll ausreizen muss. Und ich bin sowieso immer ein Freund davon, auch auf dem Cruiser, obwohl der viel schneller fahren könnte, auch auf dem K1, obwohl der viel schneller fahren könnte. Ich drossel die Drucke lieber ein bisschen runter und habe dann qualitativ wirklich sehr hochwertige Drucke, die ich so gut wie nicht nachbearbeiten muss, die ich direkt aus dem Drucker nehme und benutzen kann. Und das finde ich echt cool und dafür ist das Gerät wirklich perfekt geeignet. An sich ist der Drucker also eine konsequente Weiterentwicklung von den Ender 3 Modellen, die wir bisher gesehen haben. Was mir besonders gut gefällt, ist hier das Nebula Smart Pad, was mit dabei ist. Ja? Denn man braucht eigentlich beim KE dieses Kit nicht unbedingt zwingend, würde ich mal sagen. Ja? Auch wenn man das noch mit dazu bestellen kann. Allein schon, dass man die ganzen Kabel und die Webcam und alles mit dabei hat, dass man sagt, okay, man hat alles in einem Paket. Aber mit dem Display hier kann man schon mal ziemlich viel anfangen. Und das ist noch das, was ich ursprünglich drauf verbaut hatte, im Livestream für die Patreonen. Da haben wir die Drucker ausgepackt oder den Drucker hier. Wir werden auch andere Drucker noch im Livestream auspacken für die Patreonen. Wer das also nicht verpassen will, kann unten mal in der Videobeschreibung gucken. Da findet ihr den Link zu dem, zum Patreon-Channel. Und da habe ich schon gesagt gehabt, dass mir das vorkommt, als wenn dieses Display und das Display, was hier drin ist, identisch ist. Und das ist es auch. Ja, es sind exakt die identischen Displays. Nur bei dem Display hier drin steht hier oben nochmal Creality drauf. Okay? Aber man kann hier drauf auch ganz normal, wie auch beim K1, Mainstay installieren. Also genauso wie hier. Das ist super einfach. Es gibt eine Beschreibung dafür von Creality. Die haben mittlerweile ein Repository für den Ender 3 V3 KE. Online gestellt. Das ist ein Zungenbrecher, echt jetzt. Und da sieht man auch dann genau wie beim K1, okay, man kann sich hier Mainstay oder Fluid runterladen. Da gibt es auch eine Möglichkeit, wie man das, die Firmware wieder recovern kann. Und. Ich packe euch mal den Link zu dem Annex Repository von Creality, von dem KE jetzt hier entsprechend unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr das auch alles selber nachlesen. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Ihr packt die Mainstay SH-Datei oder die Mainstay TAR-Datei auf einen USB-Stick, steckt den USB-Stick hier rein, loggt euch über das Netzwerk auf dem Drucker ein, über Root. Dafür müsst ihr vorher den Root-Zugang hier aktivieren. Da gibt es auch eine Beschreibung in dem Repository, wie das funktioniert. Und dann könnt ihr quasi per Root-Zugang euch über SSH auf den Drucker connecten, könnt die Dateien vom USB-Stick dann in das Hauptverzeichnis vom Drucker kopieren und dort das Ganze normal installieren, so wie es in der Beschreibung steht. Funktioniert 1:1 genau wie beim K1 und wie beim K1 Max. Und muss ich sagen, ist echt cool. Und man hat dann auch später hier auf dem Pad dann
Mainzel drauf. Das habe ich mir auch installiert. Und man kann auch da dann die Kamera installieren. Wohlgemerkt, man muss aufpassen, die Kamera funktioniert dann nur, wenn man das Ganze auch mit der entsprechenden IP-Adresse, die im Netzwerk von dem Drucker zugewiesen wurde, dann nochmal versieht. Also https://192.168.2. Und dann /webcam/action... Ja? Das müsst ihr hinzufügen, weil ansonsten funktioniert die Webcam nicht, weil das halt kein normales Clipper ist in dem Sinne, sondern halt ein Mainsail auf einem Creality OS Clipper aufgesetzt. Das funktioniert beim K1 genauso, ist aber ruckzuck gemacht und kann ich wirklich nur empfehlen, dass man da nochmal ein paar Optionen mehr hat. Denn die Creality OS Oberfläche ist zwar ganz gut und schön, aber allein schon mal die Tatsache, dass man da keine Ordner reinpacken kann, ist schon nicht mehr ganz so schön. Ja, muss ich einfach sagen, das fehlt mir so bei der Creality OS Oberfläche. Ich weiß, Creality versucht es halt so zu halten, dass der Drucker für jeden was ist und dass auch Einsteiger damit klarkommen. Aber ich würde mir doch wünschen, dass man zumindest mal Ordner oder sowas in Richtung in der Oberfläche anlegen kann, um seine G-Code-Files dann zu sortieren. Dann irgendwann wird diese Latte an G-Code-Files, die man drauf hat, dann doch recht unübersichtlich. Und das habe ich schon beim K1 bemängelt. Finde ich nicht gut. Ja, Creality, wenn ihr zuschaut, ich weiß, ihr versucht das Ganze so einfach wie möglich zu halten, aber entweder fügt noch ein paar Features hinzu, die wirklich, würde ich sagen, zwingend sind, oder packt einfach direkt Mainsail drauf oder Fluid drauf und richtet es so ein. Das geht ja auch, dass man Mainsail so einrichtet, dass es nicht so überwältigend ist von der Flut an Features, die man da hat. Das kann man ja alles in der Software schön deaktivieren, dass man dann da einen Standard nimmt und den halt den Kunden bereitstellt, statt jetzt halt was Eigengestricktes, was noch nicht hundertprozentig fertig ist. Das würde ich begrüßen, dass man da sich für eine der Methoden entscheidet. Denn dann haben auch die Power-User, ohne das Gerät routen zu müssen, die Möglichkeit zu sagen, ah, ich möchte in der UI nochmal das und das aktivieren, wenn da Mainsail drauf ist oder Fluid drauf ist, dass sie das machen können oder dass sie das Theme customizen können. Dann bräuchte man auch nicht die Garantie quasi zu entwerten, wenn man das Gerät jetzt einfach mal mit Mainsail bespielt. Finde ich sowieso Quatsch, weil wenn da schon Clipper drauf ist und ihr das unterstützt und ihr da auch anbietet, eine Anleitung anbietet und alles drum und dran, ist es sowieso Quatsch, wenn man den Root-Zugang aktiviert, dass man dann da auch die Garantie entwerten muss. Klar, man kann quasi über SSH den Drucker irgendwie softwareseitig auch natürlich kaputt bekommen, aber da kann ich halt auch, wenn ich da jetzt die falschen Werte eintrage und PLA mit ABS drucke oder außerhalb von der Begrenzung vom Drucker fahre und der das nicht, naja, merkt, dann kann ich dann natürlich auch dem Drucker entsprechend schaden. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Da habe ich noch eine kleine Hiobsbotschaft, wie das Ganze denn aussehen kann, wenn es dann nicht funktioniert. Aber ich möchte euch erstmal zeigen, wie es dann aussieht, wenn es funktioniert. Und zwar hat Creality auf der Festplatte sozusagen, auf dem internen Speicher, eine Banshee drauf. Die steht mit 15 Minuten, glaube ich, auf der Webseite, 16 Minuten auf dem Stick. Und Druckzeit waren irgendwas zwischen 18 und 20 Minuten. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich blende es euch hier nochmal ein. Ich schlag's nochmal im Stream nach. Aber, muss ich sagen, kann sich sehen lassen. Eine Kleinigkeit, hier unten ist ein Elefantenfuß drin. Aber ansonsten ist das Ding, ja, okay. Die Schrift hier hinten kann man nicht lesen, dafür war er zu schnell. Ja, weil er halt versucht hat, ein Speedboat zu drucken. Aber ist ansonsten ganz gut rausgekommen. Und dann habe ich nochmal mit dem gleichen Filament nochmal eine Tolerance-Disk gedruckt. Und dann muss ich sagen, selbst hier bei 20, 15 funktioniert auch noch. Und 10, da merkt man mittlerweile, geht gar nichts mehr, ja. Ich packe euch natürlich auch den Link zu dieser Tolerance-Disk unten nochmal in die Videobeschreibung. Ich muss sagen, ja, ist okay, kann man lassen. Ja, die Toleranzen sind jetzt nicht die besten bei dem Drucker, aber das kann man alles über Einstellungen beim Filament machen. Da gibt es auch den Eddy Sprint Tuning Guide, den packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung, da könnt ihr das alles einstellen. Aber ansonsten muss ich sagen, für das, was ich jetzt nochmal machen und testen wollte mit dem Filament, was ich hatte, hat das vollkommen ausgereicht und ich wollte jetzt nicht irgendwie jetzt eine Rocket Science draus machen, das Filament nochmal bis auf die letzten Millimeter zu testen, weil das Video muss auch rauskommen und der Drucker soll auch in die Schule gehen. Und deswegen habe ich dann gleich mal weitergemacht und habe mir ein Spiel gedruckt. Und ihr habt geraten in dem Short, wo ich das geschrieben habe, was es denn alles sein könnte. Ein Honeycomb-Muster oder was weiß ich, 16 oder 18 Honeycombs und was weiß ich, alles drum und dran, was da gesagt worden ist. Aber im Endeffekt seht ihr es hier. Es ist das Prusa-Brettspiel sozusagen, wo man, na, Figur für Figur draufstellen muss und irgendwann kippt das Ganze und dann fallen alle Figuren runter. Hat man in Sekunden kapiert, mega geil. Druckzeit nur ein paar Stunden, ist wirklich schnell gedruckt, muss man sagen. Und die Qualität von den Teilen, ich packe euch nochmal ein bisschen B-Roll rein. Ich habe bisher unterschiedliche Materialien mit den gleichen Settings einfach draufgehauen und war wirklich böse und habe nichts eingestellt und sowas in Richtung. Aber ist okay. Ja? Ich habe das Ding mal so behandelt, wie es jemand behandeln würde, wenn
er absolut gar keine Ahnung hat. Also Filament bekommen und denkt so, okay, PLA und PLA und ich schmeiße einfach mal drauf und druck. Und ich muss sagen, die Ergebnisse sind ziemlich genial. Das ist ein Prima Select PLA in Gold und das ist ein Yayo PLA in Schwarz. Die Links zu den Filamenten packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Hier auch das Teil hier wunderbar rausgekommen, muss ich echt sagen. Also war ich überrascht, wie gut die Druckqualität war. Ich hatte allerdings, muss ich ganz ehrlich zugeben, dann gegen Ende ein bisschen Probleme mit der Druckbetthaftung. Und da muss ich sagen, habe ich schon echt einen Schock erlebt. Ich habe nämlich einen Druck gestartet für dieses Teil hier, bin mir runter was zu trinken holen gegangen und komme zurück und das Teil lag so schon halb verbogen auf der Druckplatte und der Druckkopf hat sich schön reingekramt. Das heißt also, Crash Detection ist nicht. Ja, also wenn der anfängt, wirklich Mist zu bauen, kann es natürlich sein, dass dann so ein Bild dabei rauskommt, wie wir schon mal gesehen haben, dass dann so ein Klumpen unten um den Druckkopf sich verfangen hat und ihr das dann nicht mehr abbekommt und dann einen neuen Druckkopf braucht. Finde ich nicht schön. Da würde ich natürlich gerne sehen, dass man da in der Zukunft irgendwas macht, dass das Ganze besser funktioniert. Ich habe zum Glück jetzt hier nochmal relativ schnell die Reißleine gezogen bekommen. Da gibt es aber auch so einen kleinen Krähenfuß, nämlich... Wenn ihr hier Mainsail drauf installiert habt und den Root-Zugang aktiviert habt, ich weiß jetzt nicht, ob es mit Creality OS ist, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr ein V3 KE habt, dass ihr unten in die Videobeschreibung das mal reinschreibt, wenn ihr es getestet habt. Nämlich, wenn ich per Remote einen Druckjob starte, kriege ich den hier lokal am Drucker nicht mehr pausiert oder abgestellt oder irgendwas anderes eingestellt. Dann muss ich nämlich an den Computer rennen und wenn der in einem anderen Zimmer steht oder jetzt hier ein paar Meter weit weg steht und der sich hier gerade mit dem Druckkopf irgendwo in dem Druckobjekt verfängt, dann ist natürlich jede Sekunde wertvoll und da würde ich gerne sehen, dass man das auch irgendwie anders deaktivieren kann. Am Voron, weiß ich, kann ich den Druck nochmal ausschalten. Ja, also nochmal über das Display nochmal deaktivieren. Hier kann ich maximalen Strom ausmachen. Das finde ich ein bisschen schade, dass man das über die Steuerung hier am Display dann nicht mehr freischaltet, sobald man da irgendwie Mainsail drauf hat. Wie gesagt, wenn es mit Creality OS genauso ist, ihr könnt es hier mal unten in die Videobeschreibung schreiben. Das finde ich echt schade. Ja, das finde ich nicht gut, dass man das so macht. Und daraufhin habe ich dann nochmal versucht, einen neuen Druck zu starten. Der war dann auch nicht wirklich viel von Erfolg gekrönt. Ihr seht schon hier hinten drauf auf der Rückseite, der First Layer ist nicht wirklich schön. Dann habe ich nochmal einen Druck gestartet mit der K1-Oberfläche. Der war dann schon recht gut. Ja, man sieht hier immer noch so ein paar kleine Blasen drin, die sich gebildet haben, hier so am Rand lang. Aber es hat schon mal gehalten. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe doch mal hin. Und ich druck mal hier, ich habe auf YouTube ein Video gesehen, wo ich dann entsprechend eine Datei gefunden habe, nämlich für den KE und für den SE zum Bed-Level testen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich blende euch noch mal ein bisschen B-Roll ein, das sieht man jetzt hier halt so schlecht von euch aus gesehen, von mir aus gegen das Licht sehe ich es ganz gut. Hier sind überall kleine Lücken drin. Ja? Das heißt also, an unterschiedlichen Stellen hat das Druckbett hier schon weniger Haftung. Das kann man natürlich ausgleichen, indem man irgendwie Kleber draufpackt. Das ist aber auch kein Erfolgsgarant, muss ich sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das fällt dann auch ein bisschen schwer, wenn man halt im Drucker selbst sonst keine Möglichkeit hat oder am Drucker selbst keine Möglichkeit hat, mit dem Rad unten dran rumzuschrauben, das dann einzustellen. Weil der Laie ist dann relativ schnell überfordert. Ach, wie mache ich das? Ich würde jetzt in den Slicer gehen, ich würde mal gucken, wie sieht denn überhaupt, nee, ich würde erstmal im Mainsail gucken, wie sieht denn überhaupt das Druckbett aus? Das hängt natürlich wie beim K1 komplett schief, erstmal. Von der Anzeige her, das heißt also, die Werte hier vorne sind, glaube ich, ein bisschen weiter höher als die hinten und das hat dann halt mit 0,1 oder 0,2 mm dann so eine Schräge drin. Das finde ich nicht schön, weil man kann es auch nicht mehr nachjustieren, großartig. Und dann kann man natürlich hingehen und sagen, okay, man kann erstens Kleber draufpacken, zum anderen kann man aber auch sagen, man packt hier unten drunter Kapton-Tape drauf, dass das halt ausgeglichen ist. Das werde ich nochmal im Nachgang machen, dass die Schule auch auf jeden Fall ein glattes Druckbett bekommt. Da ist aber auch halt die Frage, ist es die Platte oder ist es wirklich das Druckbett? Wenn es nur die Platte ist und die Schule tauscht es dann aus und hat dann auf einmal schlechte Druckergebnisse, dann fragen sie sich, was das für eine komische Platte ist. Dabei ist es eigentlich das Kapton-Tape und vielleicht ist die Platte dann, die sie gekauft haben, in Ordnung. Ist immer so ein zwiespaltiges Ding. Da gibt es natürlich viele Punkte, wo man da dran gehen kann. Ich würde mir wünschen, dass da halt mal, weil es halt wirklich ein Key-Feature ist, dass der First Layer sitzen muss. Beim K1 klappt das ja auch, obwohl das Druckbett schief ist. Aber das muss halt funktionieren, das muss halt sitzen, dass da der First Layer funktioniert. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den, muss ich einfach sagen, der MK4 und auch der Bamboo einfach on par können. Ja, also das muss einfach funktionieren. Und da hinkt das Gerät leider Gottes noch ein bisschen hinterher.
wo ich sagen muss, da muss der Hersteller nochmal für den Preis nochmal ein bisschen was machen, weil der A1 zum Beispiel, man kriegt das ja auch hin und ist ja auch ungefähr in der gleichen Preisliga, wenn man den ohne AMS nimmt. Und da muss man das auch einfach vergleichen. Nichtsdestotrotz kann ich aber sagen, für einen Einsteiger, der sagt, okay, er hätte jetzt gerne, was weiß ich, halt ein Ender 3 oder ein Ender 3 V2 und hätte gerne eine neuere Version, ist das wirklich ein guter Punkt. Kann man wirklich hingehen, kann sein Geld investieren und man hat dort auch mit dem Nebula-Kit nochmal Möglichkeiten, die man mit einem Bambo zum Beispiel nicht hat oder auch mit einem Prusa, ja? Denn Prusa kann ich auch keinen Clipper drauf prügeln. Da brauche ich natürlich auch nochmal einen Raspberry Pi, wo ich einen Octoprint nebendran stelle. Da kann ich also mit beiden nicht weiterkommen. Und wenn man auf allen Druckern Clipper hat, ist das ziemlich angenehm, weil man dann mit einem Slicer alle Drucker steuern kann und überall die gleiche Oberfläche hat. Das macht schon Bock und das ist schon sehr angenehm. Das vermisse ich halt bei Prusa und Bambo komplett. Hier ist es schon ab Werk drauf. Ich würde mir wünschen, dass man halt ab Werk nochmal Mainsail und Fluid draufpackt, so wie man es beim Sonic Pad gemacht hat. Man kann es hier auch über die Doppelpunkt 4409 das Mainsail ansteuern. Und da würde ich mir echt wünschen, dass Creality das von Haus aus macht, vielleicht sogar auf das Creality OS eher verzichtet und dafür dann lieber hingeht und sagt, okay, wir machen halt einen Clipper drauf, was mit Mainsail ausgestattet ist und dann damit nutzt. Ich weiß, bei Creality OS ist dann nochmal die Cloud angebunden und alles drum und dran, dass der Benutzer es nochmal ein bisschen einfacher hat, seine Daten nach China zu geben. Aber im Endeffekt, ja, ist es ein rundes Paket. Den Preis könnt ihr auf der Webseite erfahren. Ich packe euch mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Ist ein Affiliate-Link, damit könnt ihr mich hier am Kanal unterstützen. Ich muss sagen, es ist ein schönes Gerät und wenn die Drucke wirklich so funktionieren wie das hier, dann druckt er auch wunderbar. Ich gucke jetzt nochmal, dass ich diese First-Layer-Issues nochmal behoben bekomme, damit ich das Ding in die Schule geben kann. Und damit vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und in diesem Sinne, vielen Dank an meinen Sponsor PCBB und auch an Geekbuying, dass ihr mir das Gerät zur Verfügung gestellt habt. Und auch an meine Patreonen, die solche Videos auch möglich machen. Und damit, hodl the line, happy printing und ciao.